etwas, das dich vielleicht interessiert. Chere Freundin, ich sah dich mit meinem Vertrauten sprechen, Perikles. Es sah aber gar nicht so aus, als wärt ihr beiden sonderlich vertraut. Das ist nur Politik. Perikles ist ein guter Mann, ein feiner Mann. Nur nicht der richtige Mann. Da habe ich was anderes gehört. Aus wessen Mund? Seinem? Er wurde gewählt. Athen ist die Wiege der Demokratie. Oh, ist es. Nur, dass der falsche Mann in diesem Zentrum sitzt. Willst du irgendwas von mir oder willst du mir nur eine Lektion über die Feinheiten der Demokratie erteilen? Perikles veranstaltet Feste für die Reichen und Mächtigen, während wir belagert werden. Ich will, dass das Volk wieder die Macht übernimmt. Du könntest mir helfen. Meine Dienste sind kostspielig. Ich verstehe die Bedürfnisse des Gewerbes ebenso wie die des Volkes. Ich werde deine Dienste großzügig entlohnen. Und wie könnte ich dir helfen? Hilf Athen, nicht mir. Die Spartaner stehen vor den Mauern der Stadt. Richte Chaos unter ihnen an. Lass sie so leiden, wie wir leiden. Denk darüber nach. Wirst du meinen Auftrag annehmen und den Spartanern zeigen, dass wir noch nicht besiegt sind? Ich habe kein Problem damit, Spartaner zu töten. Gut. Töte Nabis, ihren Befehlshaber, zerstöre ihre Vorräte und bringe mir einen Beweis für deine Taten. Zeig ihnen, dass wir noch Zähne haben. Das werde ich tun. Glaub mir, das ist eine große Chance für dich. Diese Statuen sind unglaublich. Ihre Bildhauer sind wahrlich Meister ihrer Zunft. Die Vorräte. Wenn ich erwischt werde, habe ich ein Problem.
Idee. Gehen ihren Häusern. Sie kommen nicht mehr um zu kämpfen. Da war nichts. Wir lassen durch. Thank you.
dich! Für die Götter! Es wird weh! Wohin ist sie verschwunden? Töte den Befehlshaber und bring mir einen Beweis. Einfach. Das dürfte Cleon interessieren.
Und wäre der Beweis, den er will. Zurück. Hast du den Beweis, um den ich dich bat? Das könnte dich interessieren. Ich nahm es dem Befehlshaber ab, nachdem er tot war. Weißt du, worum es da geht? Wie meinst du das? Deine Reaktion verriet dich. Ja, der Mann, der hier erwähnt wird, hatte einen wichtigen Auftrag für Athen. Warum nur wollte der Bote nach Mytilene? Er sollte helfen, dort Vorräte an das Volk zu verteilen, um ihnen gegen ihre Unterdrücker beizustehen. Was bedeutet dir dieser Mann? Du siehst besorgt aus. Er war nur ein Gehilfe, aber seine Mission war sehr wichtig. Ich hoffe, damit ist bewiesen, dass man mir so etwas anvertrauen kann. Es beweist deine Tatkraft, ja. Vertrauen? Du hast den Brief gelesen. Ich musste sicherstellen, dass er als Beweis reicht. Es hätte alles sein können. Ein guter Einwand. Und deswegen habe ich noch einen Auftrag für dich. Du musst meinen Boten Hermos finden. Ist das der Bote aus dieser Nachricht? Ja, es ist unerlässlich, dass Hermos befreit wird und das Schiff erreicht, das ich bereitstellen ließ. Wo ist das Schiff, zu dem ich ihn bringen soll? Es ist sicherer, wenn du es nicht weißt. Sobald du ihn findest, sagt er es dir. Erzähl mir mehr über deinen Boten. Er ist nicht von Bedeutung, seine Mission umso mehr. Finde ihn, damit er sie beenden kann. Um welche Mission handelt es sich? Je weniger das Wissen, desto besser. Es reicht, wenn du weißt, dass sie wichtig für die Zukunft Athens ist. Wo soll ich nach Hermos suchen? Wenn die Spartaner ihn haben, ist er im alten Steinbruch. Ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass dort all ihre Gefangenen sind. Sei unbesorgt. Ich werde ihn zu deinem Schiff bringen. Was brauchst du von mir? Befreie meinen Boten Hermos. Er wird im Steinbruch gefangen gehalten. Bringe ihn zu meinem Schiff. Ich kehre zurück, sobald ich kann.